Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen eine Windeltorte. Die anderen Windelgeschenke verlinke ich euch nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Alles, was ihr benötigt, schreibe ich euch in die Infobox. Viel Spaß beim Nachmachen! Als Unterlage für die Windeltorte habe ich eine Holzplatte genommen. Zu Beginn hatte ich diese quadratische Form ausgewählt. Am Ende habe ich mich nochmal umentschieden und es wurde eine runde Holzplatte. Alternativ könnt ihr auch stabile Pappe nehmen, diese zuschneiden, mit passendem Papier, zum Beispiel Geschenkpapier, umwickeln. Ihr benötigt solche Gummibänder. Alternativ geht auch Klebstreifen und natürlich Windeln. Ich hatte jetzt insgesamt 45 Stück verwendet. Passende Deko. Da gab es eine Giraffe, Zebra und einen Löwen als Kuscheltier mit Beißring und Knitterpapier. Tücher aus reiner Baumwolle mit passendem Motiv. In der Babyabteilung gibt es ja so viele schöne Sachen. Wiederverwendbare Plätzchendosen. Diese gab es im Dreier-Set, davon habe ich die große genommen und am Ende noch diese kleine obere. Und dann geht es auch schon los mit dem Einwickeln der Windeln. In der unteren Etage hatte ich 20 gebraucht, in der mittleren 15 und ganz oben 10 Windeln. Das Ganze mit Paketschnur umwickeln und festziehen, damit es gut hält. Die zweite Plätzchendose fixiere ich mit doppelseitigem Klebeband. Auf dieser nächsten Etage habe ich dann insgesamt noch 15 Windeln. Nochmal mit Paketschnur umwickelt, festgezogen. Und auf die zweite Plätzchendose könnt ihr noch eine Blume oder Pflanze eurer Wahl stellen. Ich hatte für mich für eine kleine Mini-Palme entschieden. Und auf die letzte Etage kommen insgesamt 10 Windeln. Somit steht jetzt schon mal das Grundgerüst. Und jetzt geht es noch ans Dekorieren. Etwas dickerer Filzstoff, den ich zugeschnitten und um die einzelnen Etagen gelegt habe. Fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Alle Plüschtiere, Tücher, Schnuller, Socken, Babyflächen oder was euch sonst noch einfällt. In die Plätzchendosen selbst könnt ihr natürlich auch noch was machen. Da ist ja auch noch jede Menge Stauplatz vorhanden. Was würdet ihr denn noch dazu schenken? Die Torte kann man entweder so lassen, man kann auch gerne noch ein Geschenkband drumherum wickeln. Deko-Sterne, Deko-Pflanzen passen auch noch sehr gut dazu. Den Namen des Babys nicht vergessen. Und fertig ist unsere Windeltorte. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich hoffe, dass euch meine Videos gefallen. Wünsche, Kritik oder Anregungen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Tschüss.